Ja, heute, also 9 Jahre später, begrüße ich jetzt bei mir im Studio den Sänger und Kabarettisten Alf Poyer. Schönen Hallo, guten Abend. Grüß dich, grüß dich. Ja, die Trackshitters haben es nicht geschafft. Was sagen Sie, ist das berechtigt? Ja, ich muss den Buben ein bisschen verteidigen, weil auf den gängen ja alle los momentan. Letztlich ist er ja ein Opfer der Casting-Kultur, die heute vorherrscht eigentlich. Und wie soll man sagen, das Lied hätte eigentlich schon so in die Endausscheidung kommen sollen, aber nicht, weil er so gut ist, sondern, eher, weil das, was dort dargeboten wird, so schlecht ist, dass man es eigentlich schaffen müsste. Und jetzt hauen alle hin, die Richter der Nation, der Janet und der Heinzel, alle schlagen ihm drauf, den Obernburm. Ich bitte einmal Zusammenarbeit an, wenn er was machen will, hilf ihm da ein bisschen. Und man muss auch sagen, letztlich ist so, der Blöchel wird angesagelt und die Verantwortlichen, das ist wie bei der Mafia, die sitzen weiterhin in den Sesseln. Die jungen Buben werden vorgeschickt zum Fladern in die Geschäfte. So habe ich das Gefühl ein bisschen. Okay, bei Ihnen war es ja damals auch nicht nur so, dass Sie also Friede, Freude, Eierkuchen hatten, sondern es gab auch einigen Spott bei Ihnen. Wie sind Sie damals umgegangen damit? Na, zuerst hat es geheißen, eine Schande für Österreich, na, und dann Wunderknabe Alf Poyer. Und man muss sagen, die Lena hat angeblich ein Budget gehabt von 6 Millionen Euro und ich habe damals 150 Euro gehabt, der aus meinen eigenen Taschen noch brennt, wenn ich es gekriegt habe. Man muss halt wissen, was man vor Ort macht und man muss halt einfach mit Medien umgehen können. Aber gut, was haben Sie gehabt, was offenbar die Trackshitters nicht hatten oder nicht haben? Sie haben es geschafft auf Platz 6, die Trackshitters sind nicht mehr ins Finale gekommen. Ja, mein Spruch ist immer, ein Gescheiter kann sich blöd stellen, aber ein Blöder kann sich nicht gescheit stellen. Und ich habe das für mich halt genützt und der Blöchel ist ja kein Dummer nicht. Er hat ja ein bisschen, vielleicht zu verbissen, er müsste vielleicht mehr die asiatischen Wurzeln rauskehren, weil Potenzial hätte er ja und er muss halt jetzt daraus lernen und einfach, wenn man schnell raufgeschossen wird, ist das halt einfach zu kurz oft, um sich als Künstler zu etablieren. Ich war schon 20 Jahre auf der Bühne damals. Ich habe ja mit 14 schon angefangen zu singen und Musik zu spielen. Vollprofi eigentlich schon damals, ne? Eigentlich, ja. Wenn Sie beim nächsten Song Nein, können wir bei du sein. Sagen wir bei du? Okay, ich bin der Alf. Vielleicht können wir uns reinwerden sogar. Ja, gut, schauen wir mal. Das ist gut. Alf, ich weiß ja, meine Freunde und Königin. Ich sage mal ganz kurz, Frage. Ja. Wirst du noch einmal auftreten, versuchen, noch einmal mitzumachen beim Song Contest? Ich meine, nächstes Jahr werde ich schon sagen. Ich würde keine Castingshow machen, wenn, dann nur mit geistigem freien Geleit, dass man sagt, Boja, tu und mach und keiner bremst mich dann schon, aber bei diesen Ausschüssen ist immer so, andere haben unbekannte Bands, hat man gesehen, schießen auf einmal nach oben. Ja, angeblich sind da irgendwelche Agenturen in Deutschland im Spiel, gekaufte Stimmen, die man da über Casting-Agenturen, nicht, na, wie heißt das schnell, Voting-Agenturen, ja, keine Ahnung. Votings, das muss man halt, wenn dann nur der Boyer fährt und der darf machen, wo so, oh, jetzt haben wir das Kreuzbandel gerissen. Zeit passiert, aber wirkt das, glaube ich, nicht. Wirklich, ruhig, du. Jetzt plötzlich, aber stehen, stehen kannst du noch, oder? Oh, weil wir müssen ja noch weiterhin. Aber das, du hast dich ja gar nicht bewegt, wie gibt's das? Die Performance war ja gar nicht so anstrengend. Okay. Ich trotz gerissenen Kreuzband noch mal kurz auf den Song Contest zurückkommen, so halbert halt gebückt, wenn es irgendwie geht, festhalten halt, da kann man sich festhalten ordentlich. Wir haben das gemeinsam heute angeschaut, also ich habe ein bisschen mitgeschaut, du hast unten bei uns im ORF-Zentrum den ganzen Abend mitgesehen. Was ist denn so dein persönlicher Favorit für das Finale? Ich muss sagen, ich habe von den 10 6 erraten, also 6 richtige im Song Contest. Bei Lotto hätte ich schon Millionär geworden. Aber heute hätte ich das Gefühl gehabt, hätten sie die Trackshitters das eher geschafft. Das war heute eher schwächer, finde ich. Mir hat es sehr gut gefallen, da muss ich meine Unterlagen schnell anschauen. Was okay, das ist für also, das ist mein Schneidstichel. Jetzt habe ich das gerade vorher noch gehabt. Aber aufpassen aufs Kreuzband, gell? Dass das nicht zusammenbricht. Ich glaube, Mazedonien, das, was zuerst zu ruhig war, hat mir gut gefallen. Aber die Schweden zum Beispiel haben mir nicht gefallen. Schweden, das ist, mir das dann die Hardrock-Band hat mir gut gefallen, sagen wir, die Slowaken, die haben eigentlich ein bisschen Gas gegeben, das hat mir gut gefallen. Aber so wirklich musikalisch, ich habe eher das Gefühl gehabt, wie das, da habe ich eine Zeit, ich habe eher das Gefühl gehabt, das ist die Ausscheidung für Aserbaidschans Next Topmodel, als wie das ein Singwettbewerb ist. Mazedonien war es, da steht's. Dein Favorit. Die haben mir gut gefallen, ja. Und was glaubst du, ich meine, du bist ja erfahren beim Song Contest mitmachen, was glaubst du, sozusagen, wer die größten Chancen hat? Jetzt nicht von deinem Geschmack her, sondern wer hat die größten Chancen, da jetzt wirklich bei denen, die mitmachen, am Schluss rauszukommen? Ich sage, die meisten Stimmen kriegen. Nein, das ist jetzt blöd gesagt. Wer hat die größten Chancen? Es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Auslandstürken, darf man nicht vergessen, dass die in jedem Land ja wählen dürfen zum Beispiel. Das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen habe ich gesagt, die kommen sicher ins Finale. Das hat auch mit solchen Dingen zu tun, glaube ich. Aber wahrscheinlich die russischen Omas, was auch meine Idee gewesen wäre. Ich wollte ja schon ein Casting in einem Altersheim machen damals. War auch meine, aber das finde ich, das finde ich auch sehr gut. Die russischen Omas sind sehr lustig. Das kommt von Herzen, das ist ehrlich. Und wieso nicht? Was, natürlich ist das Ganze ein bisschen Freakshow geworden und hat mit Musik gar nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, dass die es backen werden wahrscheinlich. Okay. Alf, kurz noch etwas härteres Thema. Jetzt findet der Song Contest statt in einem Land, das die Menschenrechte nicht wirklich ernst nimmt. Das ist eine Art Diktatur, die in Aserbaidschan ist. Im Vorfeld des Song Contests haben viele gesagt, das müssen wir boykottieren, da dürfen wir nicht hingehen. Wenn du jetzt dabei gewesen wärst, hättest du mitgesungen oder wärst du daheim geblieben? Ich hätte sicher mitgesungen, aber ich hätte sicher da diesbezüglich auch eine Botschaft
hinterlassen. Das glaube ich schon. Weil das ist, ich finde, als Künstler ist ja auch ist man auch dazu verpflichtet, auf Missstände hinzuweisen. A, wenn jetzt die Öffentlichkeit oder die Eurovision das nicht gutiert, aber hätte man da sicher was einfallen lassen. Okay. Glaube ich schon. Ja. Gut, du bist am Samstag sicher vor dem Fernsehgerät, glaube ich, oder? Und wirst das mitverfolgen? Stermann-Grissemann-Kommentar oder Andi Knoll? Ich finde Andi Knoll großartig. Also ich finde, okay. Muss ich sagen, ich habe gerade unten geschaut vorher, ich finde den wirklich super, wie der das macht. Großes Kompliment an Andi, muss ich sagen. Und die Bühne ist ja auch Wahnsinn dort. Also das rundherum, es hat schon was und das lässt dann nie ganz los, das Song Contest für, muss ich sagen. Gut, und dieses Jahr haben wir die Alternative. Also wer nicht Andi Knoll hören will, kann Stermann und Grissemann nach 10 Jahren wieder hören. Am Samstag. Finde ich beide super, aber Andi Knoll macht das so aus einem natürlichen Ort aus. Grissemann, Stermann geben natürlich Gas, finde ich auch super, aber so als Live-Moderator finde ich Knoll wirklich toll. Gut, dann Alf, alles Gute für dein Kreuzband. Ich glaube, es ist wieder zusammengewachsen, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die Schmerzen, das sind ja schon die Schweißflecken. Einen schönen Abend noch, danke für deinen Besuch im Studio. Danke. Wir machen weiter einstweilen mit anderen Themen.